Moin, wir fahren heute, oder ich fahre heute nach Bayern wieder auf die Smart Home Baustelle, wo wir einen Rohbau fertig installieren. Strahlender Sonnenschein haben wir momentan, heißt, wird eine schöne Fahrt. Ja, dann nehme ich euch mit die Woche wieder, was wir da alles basteln. So, und so schon sind wir wieder auf der Baustelle. Oh, hier sind sehr viele Fenster angeliefert worden, Glasscheiben. Mal gucken, wann die verbaut werden. Aber jetzt geht's weiter. So, jetzt machen wir weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das waren die Kabel hier von den Raffsäulen und der Beleuchtung. Die müssen jetzt alle Leerrohren zum Schaltschranken. Das hier ist ein Fußbodentank von Obo Bettermann. Den legen wir nachher mit dem Kunden noch fest, wo wir den genau positionieren unter dem Schreibtisch. Hier kommt rundherum dann nachher der Estrich, Fliesen, wenn dann hier oben so drüber. Hier kommt noch ein anderer Einsatz rein. Das ist erstmal nur der Einsatz jetzt für den Rohbau, dass es nicht dreckig wird. Da kommt nachher noch so ein Einsatz mit so einem Loch rein. Da wird dann hingefliest und dann kommt dann eine Klappe rein, die man aufklappen kann, wo ein Steckdosen, Netzwerk und so weiter drin ist. Den Schlauch hier, der von dem Fenster da drüben kommt, da schiebt man den Fensterkontakt durch, den werden wir dann hier unterhalb der Steckdosen dann verklemmen. Und da ziehen wir jetzt hier noch für den Tank, Netzwerk, den Anschluss für den Fensterkontakt
Und Steckdose, dass wir Strom drin haben, legen wir schon mal hier rein. Jetzt werden wir hier die ganzen Rohre hier über den Boden jetzt alle festdübeln. Dass es sauber aussieht, dass es stabil fest ist. Die Position vom Bodentank steht noch nicht genau fest, aber wir werden das jetzt erstmal hier so festmachen. Bevor jetzt mir so Kommentare kommen, man darf die Bahn nicht durchbohren. Doch darf man, wenn man es nachher wieder dicht macht. Und das zeige ich jetzt, wie das geht, weil ich habe keinen Schussapparat. Jetzt zeige ich euch, wie man das dicht macht. Ich habe hier so Bitumen-Kaltkleber. Kann man den hier so erkennen? Easy-Shingle, Bitumen-Kaltkleber. Der kommt jetzt um die Löcher drumherum. Und dann ist das auch wieder dicht. Weil die Bahn, die hier am Boden ist, das ist ja gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte. Und wenn man das fest schießen würde mit dem Schussapparat, durch die hohe Geschwindigkeit von dem Nagel, der reingeschossen wird, verschmilzt das und wird dicht. Aber so ein Schussapparat kostet, sag ich mal, ab 800 Euro aufwärts. Von Hildi, der kostet, glaube ich, 1400 rum. Und sag mal, das muss man sich erst mal leisten können. Von der Firma Spitt gibt es noch einen, um die 800 Euro, glaube ich, liegt der. War eine Überlegung, aber ich habe ihn nun mal jetzt gerade noch nicht. Muss man erst mal verdienen. So, wo ist das Loch? Da. So. So, bevor ich das ganz fest ziehe, dann drehe ich nochmal, ziehe schon mal die Rohre nach und zack. Fest. Upp, das war der Bit. Ja. Was haben wir hier drüben? Hier, das ist ja der Schlauch. Lass mal die Späne mal gerade ein bisschen wegmachen.
wo der Fensterkontakt durchgeschoben wird. So, die legen wir erstmal so gerade. Oder legen wir das so? Ja, ich glaube, das legen wir so. Machen wir hier einen ganzen schräg drüber. Achso, für die, die fragen, was das für eine Bohrmaschine ist, das ist eine Hitachi DH24PB3. Ist schon eine etwas ältere Maschine. Aber läuft noch einwandfrei, hat guten Schlag und hat mich bis jetzt nicht im Stich gelassen. Die ist schon eine, hat schon ein paar Jahre am Buckel, aber klappt einwandfrei. Hier hinten auf die Wand, hier kommt noch eine Doppelsteckdose hin, ist natürlich Massivbeton. Beim Gießen von den Wänden ist keine Dose mit eingegossen worden, aber ist nicht ganz so tragisch. Kann ich ja ausstemmen und eine Dose eingipsen. Kritischer wäre es, wenn die ganze Wand jetzt mit vielen Dosen wäre, dann wäre es sinnvoller gewesen, vorher überall die einzugießen. Aber kriegen wir schon hin. Oh. Wenn man Dübel vergisst. Sauerei. Gleich euch die Finger ganz schwarz. Früher im Kindergarten oder in der Schule haben wir immer gespielt, das Spiel Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Gibt es das heute überhaupt noch? Darf man das heute überhaupt noch spielen? Oder heißt das heute anders? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn ich nachher fertig bin, dann bin ich der schwarze Mann hier. Ein Stück voll Bitumenmasse bin. Zack, 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 zack.
Aber von den Klamotten her bin ich auf jeden Fall schon mal der schwarze Mann. Die Fingernagel auch noch. Besser natürlich, man latscht am besten mit den Schuhen irgendwo rein, dann am besten beim Kunden auf dem weißen Teppich. Könnte schwierig werden. Ich lese gerade hier auf der Kartusche von dem Bitumenkleber. Sparsam verwenden. Da habe ich erst schon gedacht, gewisse Firma aus dem Schwabenland. Ne? Die sparsamen Schwaben. Ne? Aber es ist eine Firma aus Belgien. Das ist das eine Bündel, was jetzt hier von dem Raum da hinten kommt. Hier wird gleich schon ein zweites Bündel dazukommen. Hier gibt es dann noch mehr weitere Räume. Da machen wir dann ein bisschen Abstand dazwischen, wo dann der Heizungsbauer noch Styropor reinlegen kann von der Druckfestigkeit. Weil der baut ja hier auch nochmal Lüftungskanäle drüber für die einzelnen Räume. Aber machen wir erstmal den Strang hier fertig.